Moin meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch Blumen. Ich habe eine super schöne große Leinwand schon vorbereitet für uns. Tolle Farben habe ich vorbereitet. Wir werden heute arbeiten mit Gold, Violett, Aqua Blue, Titanium White und meinem Prussian Blue. Und jetzt legen wir los. Ich zeige euch Schritt für Schritt, was ich mache. Ganz viel Spaß beim Video. Los geht's. Okay, meine Lieben, ihr habt gesehen, ich habe heute schon unsere schwarze Base vorbereitet. Ihr habt es schon tausendmal gesehen in meinen Videos. Ich möchte jetzt gleich zum Wesentlichen kommen. Und zwar für unseren schönen Blumen werden wir in der Mitte einen Paddel schaffen mit den vorhin genannten Farben. Wir starten mit unserem schönen Aqua Blue ungefähr in der Mitte. So, das reicht uns schon. Tatsächlich lasst euch nicht beirren, dass das Paddel jetzt relativ klein aussieht. Durch die Schichten der Farben wird es dann schon noch größer. Titanium White. Ein ganz kleines bisschen Gold. Ich möchte das aber tatsächlich nur zum Highlighten nehmen. So. Eine meiner allerliebsten Lieblingsfarben. Prussian Blue von Amsterdam. Na? So. Kommen wir in unsere Mitte. Hier möchte ich noch ein ganz kleines bisschen Gold. So, das reicht uns schön. Und ein ganz kleines bisschen Weiß noch für die Mitte. Jawohl. Und jetzt beginne ich die Farben in Form einer Blüte auszublasen mit dem Föhn. Ihr werdet gleich sehen, das gibt ein super schönes Ergebnis. Bevor ich das mache, gehe ich einmal noch kurz beim Brenner drüber, wegen diesen kleinen Luftbläschen, die sich hier gebildet haben. Und dann können wir direkt loslegen. So, meine Lieben, die Farben sind schön ausgeblasen. Ihr seht, es bilden sich hier so kleine Adern. Ich finde, das macht immer einen super Effekt. Was ihr immer wieder machen könnt, ist, dass ihr nachträglich noch ein bisschen Farbe auftragt.
Okay, meine Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angelangt. Ihr seht, Blumenballon funktioniert einzigartig. Also ihr könnt wirklich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wie ihr gesehen habt, ich habe im Nachgang noch ein bisschen Farbe aufgetragen, weil mir das Ergebnis noch nicht ganz so gefallen hat. Einfach wieder ausblasen, noch einmal mit dem Ballon drauf tippen. Da sind euch tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Was sagen wir zu dem heutigen Bild? Ich finde es toll. Es sieht sehr mystisch aus. Man kann wirklich schön die Blütenblätter erkennen. Wir haben kleine Zellen, kleine Adern. Ich finde es einfach toll. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier oben gerne noch weitere Videos zum Thema Blooming oder zum Thema Balloon-Dip. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben!